Karl Kober, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Wochen am 1. Februar 2019 wurden den sozial benachteiligten Schulkindern in Deutschland im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 30 Euro für Schulbedarf ausbezahlt. Es hätte mehr sein können und es hätte mehr sein müssen. Aber Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie, lieber Kollege Minister Heil, Sie haben ohne Not die Erhöhung des Bildungs- und Teilhabepakets für die sozial benachteiligten Kinder in diesem Land um 9 Monate verschoben. Das ist ein Skandal, und das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Wir haben Ihnen gezeigt, dass der Schulbedarf eigentlich auf 170 Euro erhöht werden müsste. Sie sind zu 150 Euro bereit. Wenn es um die Bildungschancen der benachteiligten Kinder geht, da stehen Sie auf der Bremse. Dass wir Ihnen als FDP zeigen müssen, was sozial benachteiligte Kinder in diesem Land brauchen, das ist doch bemerkenswert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber generell ist es ja so, was Sie als SPD als soziale Politik verkaufen, spottet ja ohnehin jeder Beschreibung. Aktuell wollen Sie die Renten für diejenigen erhöhen, die 35 Jahre Beiträge bezahlt haben. Diejenigen, die aber 34 Jahre eingezahlt haben, die gehen leer aus. Das hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun. Für dieses ungerechte Rentenkonzept sind Sie bereit, Milliarden auszugeben, aber bei den Bildungschancen von benachteiligten Kindern knausern Sie um jeden Cent. Und das ist falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn für den Zuschuss für den Besuch eines Sportvereins, für den Zuschuss für das Erlernen eines Musikinstruments geben Sie keinen Cent in Ihrem neuen Gesetz aus. Wir wollten die Mittel für den Sportverein, für das Erlernen eines Musikinstrumentes verdoppeln. Das haben Sie abgelehnt. Das ist ein Skandal, lieber Herr Kollege Heil. Sozialpolitik muss bei den Chancen für Kinder ansetzen. Das ist die erste Pflicht des Sozialstaates, dafür zu sorgen, dass Kinder nicht auf ihre soziale Herkunft festgenagelt werden. Kein Kind darf in dieser Gesellschaft zurückbleiben. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie machen hier einige Leistungserhöhungen, aber gerade wenn es um die Kinder von denjenigen geht, die Hartz IV bekommen, da stehen Sie auf der Bremse, da sind Sie zu keiner Verbesserung bereit. Das ist ein Skandal. Jetzt lese ich, dass die SPD für eine Erhöhung des Mindestlohns ist. Und wieder muss man die Dinge bis zu Ende denken. Für eine Verbesserung der Zuverdienstgrenzen sind Sie aber nicht. Die lehnen Sie ab. Das heißt, die Erhöhung des Mindestlohns geht gerade für die Hartz-IV-Empfänger völlig ins Leere. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, das ist schon mehr als bemerkenswert. Ich finde es ja gut, dass Sie sich jetzt auch darüber Gedanken machen, dass das Antragsverfahren vereinfacht werden muss, wenn es um das Bildungs- und Teilhabepaket geht. Aber ich möchte auch in Erinnerung rufen, dass Sie es waren, 2010, die im Vermittlungsausschuss dieses Chaos bei der Beantragung des Bildungs- und Teilhabepaketes überhaupt erst verursacht haben, weil Sie verhindert haben, dass damals schon im Jahr 2010 das Bildungs- und Teilhabepaket digitalisiert worden wäre. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, kehren Sie um, lehnen Sie unsere Anträge in der Sozialpolitik nicht ab, lernen Sie von uns, es würde den Menschen in unserer Gesellschaft gut tun. Nächster Redner ist der Kollege Sven Lehmann.